Vergesst nicht, Freunde vom Radlwadl. Du wirst euch sicher schon denken haben, wo geht er heute wieder um. Ja, heute bin ich in Osttirol und heute möchte ich wieder mal eine Hiken-Bike-Tour machen, also oder Biken-Hike-Tour. Und da bin ich in der Nähe von Lienz. Bin ich da in Einet und da geht es jetzt mit dem Radl also 700-800 Höhenmeter rauf bis zum Bitscheboden. Das ist ein ganz interessantes Weidegebiet unterhalb des Alcusa-Sees. Am Bitscheboden haben wir ein Radl deponieren, gehe weiter eben, wie schon gesagt, über den Alcusa-Boden rauf. Und dann geht es zum Rotgabel rauf. Das ist ein ganz interessanter Gipfel, 2700 Meter hoch. Und der Schlussteil ist ganz eine leichte Felskraxlerei. Aber das freue ich mich schon, weil ich schon lange nicht mehr im Fels unterwegs gewesen bin. Und ich würde sagen, gehen wir weiter. Da haben wir über, packen wir es, dann haben wir es. Mandarinen und Mandarinen, wie der Radlwadler sagt. Seid ihr noch mit dabei? Auf geht's! Juhu! So, und jetzt bin ich noch 900 Höhenmeter mit dem Bike beim Bike-Depot angekommen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, in Einheit bin ich los und über den ganzen Forstweg und Zubringerweg da auf, also 900 Höhenmeter. Und jetzt bin ich bei einem ganz besonderen Ort gekommen, und zwar hinter mir da diese Hochebene, die Einheimischen sagen da Butschepol dazu. Wir sind jetzt auf ca. 2300 Meter sowas. Hinter mir hinter mir oben der Berg da, das ist die Alcusa Rotspitz. Das ist auf, ja, ich glaube, es ist 3000 irgendwas. Ist aber nicht mein heutiges Ziel, sondern ich gehe diese Richtung da auf. Wir haben Rotgabele, der ist nicht so hoch. Das ist 2700 und ein paar zerquetschte. Also 500 Höhenmeter habe ich jetzt noch
zu bewältigen. Zu der Hochebene da hinter mir, die Butche Bowl, wie die Einheimischen sagen, das ist schon wirklich erwiesenermaßen schon seit der Bronzezeit ist das beweidet. Und da gibt es verschiedene Grabungsstätten, die was die Archäologische Universität Innsbruck da gemacht hat. Die kommen einmal ein Jahr her und führen Grabungen durch. Und die haben da Teile gefunden, die was zurückdatieren können bis in die Bronzezeit. Ins Rollen gebracht hat das, weil da ein Einheimischer hat da Steintafel aus der Römerzeit mit so Graffiti drauf. Also ich weiß nicht mehr, Velum oder wie der umgestanden ist, aber ich blende es euch ein, nachher seht ihr es genau. Der hat damals in die 80er Jahre die Steintafel gefunden, wo es datiert worden ist, noch auf die Römerzeit, also erstes Jahrhundert nach Christus. Und da wohnt die Römer auch schon rum. Und das sind ja da rum. Mittlerweile, nach 10 Jahren Grabungen, haben sie da fast 1000 Schurchnägel gefunden von den römischen Sandalen, so Fibeln, das Gewand zusammenhängen, Speerspitzen und. Und ganz interessant, auf dem Boden da hinten, da ist eine Brandopferstätte gefunden worden mit Tierknochen und sonstige Töpfergeschenke und so. Und aufgrund dessen, dass da die Erde oder verbrennt ist, oder wenn man da sagt, also der Felsen haben sie das datieren können und von der Struktur her genau sagen können, dass das ein ehemaliger Brandopferplatz ist. Einen, wo ich genau weiß, dass so einer gewesen ist, oder wo ich genau sagen kann, dass das der Platz ist, den sehen wir da oben an Alkusser See. Das ist jetzt gerade über diese Geländestufe rauf. Aber da erzähle ich nachher mehr. Aber jetzt schauen wir uns ein bisschen ins Butche Bowl und wir gehen da zum Murmelefels rum. Da ist ein Hirtenunterstand gefunden worden und wir schauen uns nur einen verfallenen Pferch an, der was auch schon nachweislich von den Römern genutzt worden ist. Und wir gehen zur kalten Quelle, die das ganze Sommer über immer 1 Grad kaltes Wasser rauslässt. Und das probieren wir natürlich nachher da aus, ob das auch wirklich so kalt ist. Da sagen wir, jetzt gehen wir los, Mandar und Mandarinen.
So, jetzt bin ich da am Alkusser See angekommen. Ihr seht, das ist eine Traumszenerie da im Hochgebirge. Und da ist jetzt wirklich Hochgebirge. Wir sind jetzt auf 2500 Meter circa. Ja, sowas werden es sein. Ich blende die richtige Höhe ein, damit die da nicht falsch plappert. Ich habe ja vorher gesagt, dass da oben eine sogenannte Brandopferstelle ist, die was zurückdatiert wird auf die Römerzeit, also die frühe Römerzeit, so um 100 nach Christus, also schon fast 2000 Jahre alt. Und in den 1960er Jahren haben sie genau an der Stelle einen christlichen Altar aufgebaut. Da sind schon unzählige Gottesdienste, Berggottesdienste gefeiert worden, aber ursprünglich war der Platz da hinter mir, ich zeige euch nachher da, genau der da, war das ursprünglich Brandopferplatz für die Römer. Mhm. Und da haben sie immer so die Opfer und Speisereste, keine Ahnung, was alles verbrennt haben. Menschen haben sie gesagt, ist da keiner verbrannt worden. Ja, das wollte ich euch gerade noch sagen. Also, früher Brandopfer, heidnisch und jetzt christlich ein Altar. Aber erst seit den 60er Jahren im vorigen Jahrhundert. Wir gehen jetzt weiter Richtung Dorf zum Rotgäbele. I know that you are having a hard time right now, that everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help through, 'cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now, that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you.
know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. Ja, wie ihr seht, der Radlwarl hat es geschafft, den unbezwingbaren Berg, die Rotgabel oder Rotgabele, auf 2996 Meter, also knappe 2700 Meter, hat er doch noch geschafft. Wie jeder Berg hat irgendwo eine schwache Seiten und eine zahme Seiten und eine wilde Seiten. Und ich habe da die wilde Seiten durchqueren müssen und da bin ich hinten über die zahme Seite aufgegangen. Also wieder ein Traum durch heute. Jetzt fange ich schon langsam zu, ich werde ja frischer und deswegen möchte ich mich an der Stelle verabschieden. Danke sagen, für das mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch bis zur letzten Sekunde gefallen. Und wenn ja, dann wisst ihr das übliche Spiel. Abonnieren, Bemerkungen oder liken, whatever ist da, möchtet ihr das. Und mich würde es freuen, wenn ihr wieder ein paar Abonnenten mehr hättet. Ja, euch geht euch nicht mehr filmen, weil das tue ich mir nicht und ich auch nicht. Nimmt doch ein bisschen Zeit in Anspruch, so filmen. Und wenn ich da filme und mit meinem langsamen Alter gehe auch noch, dann bin ich morgen Vormittag nur auf dem Weg. Und deswegen, wie gesagt, verabschiede mich. Dankeschön fürs Dabeisein noch einmal. Fertig und bis zum nächsten Mal. Inka Radlwarl. Brav bleiben, Manda und Mandarinen.